Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Spieltrieb TV zu einem weiteren Meinungsvideo. Eine ganze Weile habe ich ja keins gemacht, aber es gibt mal wieder ein Thema, worüber ich gerne mit euch oder beziehungsweise wo ich auch für mich ein wenig reden möchte. Denn vielleicht habt ihr es mitbekommen gehabt, es gab in Köln eine Kommunalwahl oder beziehungsweise in der Region. Und vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen gehabt, dass eine von den Kandidatinnen, Frau Rether, durch einen Vollidioten, der seit irgendwie 15 Jahren nicht mehr arbeitet, aber rechtsradikal ist, das zeigt mal wieder, wer da auf der Pegida-Leuten dazugehört, durch eine Messerattacke schwer verletzt worden ist. Auch mehrere andere Personen, die dort versucht haben, ihn zu überwältigen, sind verletzt worden, teilweise schwer. Und die werte Dame sitzt jetzt leider im künstlichen Koma. Ja, und dann gab es halt die Wahl, sie wurde gewählt, aber die Wahlbeteiligung in Köln lag bei etwas über 40%. Und der Spiegel, nun, wir wissen alle, die intellektuelle Arm der Bild, so kann man fast sagen, ist natürlich nicht, aber so kann man es fast sagen, sah sich zu einem Kommentar gegeben, der sich mehr oder weniger als Überschrift hatte, Köln solle sich schämen. Und darunter die Kommentare waren wieder in seinem so schönen, eindeutigen Art und Weise, dass ich nicht umhin komme, ein paar Worte darüber zu reden. Es ist mal wieder so, mal wieder Zeit. Die Standardaussage ist ja nicht die 40%, die zur Wahl gehen, sondern die 60%, die sich gegen die Wahl entschieden haben, haben sich deswegen gegen die Wahl entschieden, weil heutzutage könne man ja eh nicht mehr wählen. Es spielt ja keine Rolle, was ich wähle. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Man ist gegen die Politik. Ja, Bestätigung, dass die Merkel uns entpolisiert, apolitisch werden lässt. Die Bestätigung, dass die ganze Bundesregierung ja sowieso nicht hinter dem Volk steht. Die Politik macht sowieso nur eine Politik für sich und nicht fürs Volk. Und ach, endlose Tiraden wurden in den Kommentaren runtergeregelt. Man kennt das von Spiegel zugegebenermaßen, aber auch mal wieder in diesem Punkt. Und die Grundargumentation ist, nicht die Kölner sind schuld, dass die zur Wahl gegangen sind, sondern die Politik ist schuld, dass die Kölner nicht motiviert waren, zur Wahl zu gehen. So funktioniert es nicht, Jungs. So funktioniert Demokratie nicht. Man hat so ein bisschen das Gefühl bei den Deutschen, das habe ich immer. Das hat man bei Pegida, wir sind das Volk. Und auch generell habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wir Deutschen sind, inspezifische wir Deutschen, scheinbar, ich kenne jetzt nur die Deutschen, was diesbezüglich ist, aber wir haben so ein bisschen, wir wünschten uns eigentlich ganz gerne einen König, einen Führer, irgendeiner Art, am besten diktatorisch, der natürlich allein herrschend darüber bestimmen kann, was uns geschieht. Und der soll bitte in zwei Arten agieren, nämlich entweder genau das, was wir wollen, aber am besten fänden wir es ja, wenn er es nicht täte und wir über ihn meckern könnten. Oh, was macht der da oben wieder? Können wir nicht, also nehmen wir uns die Merkel. Ne, machen ein hübsches Bildchen, schreiben dann unsere Kanzlerin oder was ich was hin oder unsere, was gibt ja tollste Vergleiche, die ich gar nicht wiederholen möchte, und schreiben dann, ja, die Merkel entpolisiert uns und die schafft Deutschland ab und ach, ich will da gar nicht diesen ganzen Schwachsinn, den man lesen kann, den ihr bestimmt alle kennt. Die sozialen Netzwerke sind ja voll, bis oben, bis unten. Sie ist daran schuld, dass es uns so schlecht geht und dass die Asylanten kommen und die werden uns übernehmen und die Kultur wird kaputt gehen und Traditionen gehen und ach, ein Grundübel ist gefunden. Das Grundübel ist Merkel. Als wenn die alleine herrschen würde. So, als wenn sie, keine Ahnung, wie so eine Kaiserin durch den Bundestag geht. Und dabei wohlwollend die Hand mal links, mal rechts vorbeistreichen lässt, um die Untertanen wohlwollend ihren Respekt zu zollen, um zu sagen, ja, auch du darfst mal einen Ton sagen, auch wenn ich etwas anderes mache. So funktioniert das nicht. So funktioniert es von Anfang an nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer auf diesen Schwachsinn kam, so ein einengendes, schwachsinniges Bild von Politik zu haben. Aber wir Deutschen lieben es. Wir lieben unsere Herrscher. Und wir sehen uns ganz gerne als Untertanen, als Opfer. Das ist etwas, was wir gerne einnehmen, die Opferrolle. Wir können nichts dafür, dass die Politik so ist, wie sie ist. Da stellt man sich logischerweise als einigermaßen aufgeklärter Mensch die Frage, wer hatten die dann gewählt? Dann heißt es immer, ja, die Politik müsse uns motivieren. Sie müsse uns, zu, müsse die Volk, das Wahlvolk dazu motivieren, zur Wahl zu gehen.
oder irgendwelche anderen Formulierungen werden gesucht, um in irgendeiner Form zu sagen, ja, die sind schuld, dass ich nichts tue. Hä? So funktioniert Demokratie nicht. Und dass die Demokratie eines der, ich würde es behaupten, einer der besten politischen Systeme sind, die es gibt, das steht ja wohl außer Frage. Oder habt ihr ganz gerne wieder so einen Polizeistaat oder DDR oder sonst irgendetwas, wo ihr keine Wahl habt, wo ihr das hinnehmen müsst, was kommt. Ihr wisst, wo solche Systeme enden. Ihr wisst, wo solche Staaten letztendlich solche diktatorisch totalitären Systeme, in was die enden. In was enden die nämlich? Wir wissen es. In Konflikte. Wollen wir das? Das vergessen die Menschen aber. Wir sind so satt, wir sind so bequem, dass wir uns in keinster Weise bewegen wollen. Ach, warum bewegen? Ich sitze doch auf meinem Sofa, es ist Sonntag, es regnet draußen ein bisschen. Oh, ja, es werden schon welche gehen, es wird schon irgendjemand machen und letzten Endes ist es ja egal. So funktioniert Demokratie aber nicht. Dann können wir im Grunde auch gleich aufgeben. Dann können wir im Grunde gleich sagen, wir geben unsere Freiheit, unsere Demokratie, unser Mitspracherecht komplett auf. Können uns dann weiterhin unsere Hauptrolle befehlen, können wir gleich sagen, oh, ich kann nichts dafür tun. Dürfen wir uns aber hinterher nicht wundern, dass wir in irgendwelche Kriege marschieren. Denn bestimmt tun wir es ja dann nicht mehr. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Ich glaube, ein Großteil der Deutschen will das nicht, aber er liebt diese Opferrolle. Er liebt es, sich zurückzuziehen und sagen zu können, die sind schuld, aber ich nicht. Wir sehen den Spiegel stetig vor den Politikern setzen und sagen, guckt euch an, was für einen Scheiß ihr macht. Ihr betrügt, ihr missbraucht, ihr lügt, ihr macht und tut. Es wird immer der Spiegel den Politikern vorgehalten. Jede kleinste Kleinigkeit, ob der Herr Gutenberg oder die Frau von der Leyen in ihrer Doktorarbeit vielleicht zwei Zitate falsch gemacht hat, spielt heute eine unendliche Rolle und wird aufgebrauscht bis ohne Ende. Aber was wir tun, ist das Moment, also wir sind ja, das kann man nicht sagen. Nein, ich bin ja nur ein ganz kleines Licht und die sind ja groß und die sind ja oben und ich bin unten und wir machen uns so viel Gedanken über Steuerhinterziehung von Großen, dass die ganzen kleinen Steuerhinterzieher, all die, die ihr Geld nach Luxemburg geschafft habt, nach Liechtenstein und sonst wohin, da nicht mehr auffallen. Die ganzen Abermilliarden, die in irgendwelchen Töpfen liegen und nicht einen Cent von Steuern bezahlen, darüber reden wir nicht. Warum nicht? Naja, das betrifft uns ja vielleicht selber. Das ist vielleicht nicht so schön, wenn unsere Erbe vielleicht besteuert wird. Aber der kleine Mann um die Ecke will das gar nicht hören. Der kleine Mann um die Ecke hat Angst. Er ist besorgt. Ich bin enttäuscht von uns Deutschen. Ich bin enttäuscht daher, dass wir nicht in der Lage sind zu erkennen, dass das, was wir schon mal hatten, nicht wiederholen lassen. Wir haben doch gesehen, wohin uns das Dritte Reich geführt hat. Wollen wir das wieder? Wollen wir wieder in einem totalitären Polizeistaat leben, wo keiner genau weiß, ob am nächsten Morgen die scheiß Gestapo vor der Tür steht, weil man irgendwann was gesagt hat oder DDR-mäßig? Die vermeintliche sozialistische Demokratie? Da lache ich mich doch tot. Das will doch kein Mensch haben. Kein Mensch will das. Aber wir sind so bequem, nicht wahr? Wir leben so, ja, in so einer Komfortzone irgendwie, so in so einem schönen Fernsehsessel mit leichter Vibration am Rücken, lockert es unseren Rücken auf, der aufgrund des dauerständigen Sitzens so ein bisschen verspannt ist. Unsere leichte Wärme erfährt uns und ein kleiner Service-Roboter bringt uns was zu mabbeln. Genial. Warum sollte ich mich dann bewegen? Um uns herum bricht die Welt auseinander. Wir erleben Endstaatlichung ohne Ende. Aber was tun wir? Wir tun nichts. Wir bleiben sitzen und sagen uns, ja, uns geht's ja noch gut. Man könnte jetzt Merkel vor uns sagen, ja, Deutschland geht es gut, ich bin stolz drauf, aber das bringt uns nichts weiter. Das bewegt uns nicht. Wir sind auch nicht mehr in der Lage, in irgendeiner Form unsere eigene Anteilnahme an deren, was um uns herum passiert, überhaupt wahrzunehmen. Wir ziehen uns daraus. Wir sagen, ja, das sind die Politiker. Ja, da können wir nichts für. Bomben auf Kabul, das sind die Amerikaner. Das sind wir nicht schuld, sondern die Amerikaner schuld. Und wenn die Amerikaner nicht schuld sind, so ist die Politik schuld. Und wenn die Politik nicht schuld ist, dann ist die Wirtschaft schuld. Genau, Wirtschaft ist immer ganz gut. Wirtschaft schuld. Und die Wirtschaft ist wieder Amerika. Und schon haben wir den Kreis geschlossen und sind selber immer raus aus der Geschichte. Wir selber, ja. Ja, nur wer hat denn jetzt endlich das alles ausgelöst? War das die Politiker? Nee, die Politiker, die wir da haben, die da sitzen, wo sie sitzen, die haben wir dort dahin gebracht. Und die nicht wählen, meine lieben Freunde,
die sich hinter der Argumentation verstecken, man könne heutzutage nicht mehr wählen, denn es gibt ja nichts, was man wählen könne, die wählen den Sieger. Die Verweigerung der Wahl ist eben letztendlich nichts anderes, als den Sieger zu unterstützen. Ob uns das dann gefällt oder nicht gefällt. Wenn ich mich nicht beteilige, muss ich annehmen, was am Ende mal rauskommt. Ganz einfache Sache. Das heißt, all die über 44%, ne, warte mal, lass mich lügen, die 42%, die bei der letzten Bundestagswahl nicht zur Wahl gegangen sind, sind alles Merkel-Wähler oder CDU-Wähler. Ob ihnen das jetzt gefällt, wage ich schlichtweg zu bezweifeln. Aber das verstehen die Menschen nicht, denn sie sehen sich ja als Verweigerer, als klares Zeichen setzen, ich bin nicht, ja, wofür bin ich eigentlich? Dagegen bin ich ja auch, also ich bin erstmal gegen. Dagegen ist meine einfache Position, da kann ich mir sagen, ich bin ein armes Schwein, ich verdiene immer weniger, ich habe immer mehr Stress, ich weiß nicht, wie meine Kinder ernähren sollen, wie ich die Bildung machen soll und, habe immer Angst und weiß nicht, wo Druck und Angst und dann weiß ich nicht und dann, ja. Aber wollen wir es nicht anders so? Wir wollen es doch so, oder? Wir geben uns doch letztendlich unserer Lethargie hin. Und wir wollen doch letztendlich, dass die Politiker so handeln, wie die handeln. Wir können uns doch nicht hinstellen und uns allen Ernstes tatsächlich sagen, dass das, was aktuell in diesem Land passiert ist, dass es ungewollt ist. Nee, meine Jungs. Hinter der Argumentation braucht ihr euch nicht verstecken. Das ist gewollt. Und zwar von euch. Von euch allen kleinen Leuten, die nicht zur Wahl gegangen sind. Das sind von allen denen, die sich nicht beteiligen. Die sagen, oh, also was kann ich denn schon groß tun? Natürlich kannst du was tun. Demokratie braucht zwei Grundlagen. Das erste ist Bildung. Bildung ist ganz wichtig in einem demokratischen Staat. Wir müssen in der Lage sein, die komplexen Prozesse innerhalb eines Staates zu verstehen. Ja, da kann ich mich nicht hinstellen und kann sagen, oh, Bildung sagt das übrigens einfach. Nein, Politik ist kompliziert. Und weil sie so kompliziert ist, braucht sie Teilhabe. Und da fängt das Problem schon an. Teilhabe? Ich mich politisch... Aber das ist doch anstrengend und warum? Da kann man sowieso nichts erreichen und was man da einen Einfluss erhält und es werden 1000 Argumente gebracht, warum man sich nicht in irgendeiner Form der Gesellschaft Anteil hat und hat nichts Besseres zu tun, den paar Menschen, die den Schneid haben und den Mut aufbringen und die Kraft und die Zeit investieren, sich in irgendeiner Form für die Gemeinschaft einzusetzen, mit den Finger drauf zu zeigen und zu sagen, du bist ein Arschloch. Oder mit Galgen zu wählen. Nichts anderes bleibt uns übrig. Nichts anderes fällt uns überhaupt nur ein, anstatt zu sagen, Mensch, geil, finde ich super. Ich bin zwar vielleicht nicht unbedingt deiner politischen Meinung, aber ich finde es super, wie du dich einbringst. Dazu sind wir nicht in der Lage. Denn aus unserer Opferrolle heraus, aus unserer lethargischen Opferrolle, wo wir so bequem zurücksitzen und sagen, oh, geht's uns doch allen gut, sind die natürlich Idioten. Oder aber machtgierige Schweine, die sowieso alle nur betrügen. Das ist idiotisch. Man stellt sich das vor, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Tausende von Arbeitstausenden Politiker es in dieser Welt, in diesem Land gibt. Die alle auf kommunaler, auf Landes-, auf Bund- und Länderebene ihre Arbeit machen. Da hängt ein riesen Rattenschwanz an Leuten dran, die du auch brauchst. Aber da macht sich ja auch keiner drückt am Daumen auf. Oh Gott, also, da ist wieder dieses klassische Royalistische bei uns, ne? Dass wir dieses Suchen nach einfachen Lösungen für komplexe Prozesse. Ein König bestimmt. In diese Richtung, mein Volk, marschieren wir. Und es ist wunderbar. Und das ganze Volk freut sich. Ne? Eine einfache Antwort auf ein komplexes Thema. Oh, wie machen wir es mit dem Steuerrecht? Na, ganz einfach, der König sagt, wir machen es so. Hey, super. Ob das rechtsstaatlich ist, spielt keine Rolle. Da macht sich auch keiner einen Kopf. Die Zeitungen scheinen ja alles so vereinfacht darzustellen, dass wir uns gar nicht in der Lage sind, da festzustellen, wir sind meistens aufgrund zu dämlich, Thema Bildung, festzustellen, dass das sau kompliziert ist, dass Politik kompliziert ist, dass Gesetzgebung kompliziert ist. Da will sich doch keiner Gedanken drum machen. Natürlich nicht. In seiner Komfortzone, in seinem Fernsehsessel mit Massagefunktion, willst du doch nicht darüber nachdenken, dass es kompliziert ist, das Steuerrecht zu wechseln. Du willst doch nicht darüber nachdenken, dass das Asylrecht vielleicht kompliziert ist oder dass wir vielleicht uns überlegen sollten, welche Waffenlieferungen wollen wir Waffen liefern oder vielleicht welchen NATO-Partner wir wirklich so für Unterstützung setzen sollten, einfach vielleicht unseren militärischen Beitrag. Wir wollen nicht darüber nachdenken, ob die EU noch in der Form wirklich sinnvoll ist, ob sie überhaupt richtig funktioniert. Wir wollen uns doch nicht darüber nachdenken, dass all das, was ich in der Hand habe und auf dem ich drauf sitze, letztendlich in irgendeinem Dritte-Welt-Staat gebaut wurde, zusammengeschustert worden ist von Kindern und sonst
irgendwas. Und die Schuhe, die ich habe, wurden in irgendwelchen martialischen Fabriken in China zusammengeklebt, bei denen die Hälfte der Belegschaft irgendwann tot umfällt. Das will man sich ja keinen Gedanken drum machen. Ist ja so bequem und es vibriert so schön. Selbstgefällig. Wir sind unendlich selbstgefällig geworden. Und das waren wir schon einmal. Und das ist das Verrückte an diesem Volk. Wir waren es. Zweimal. Und was kam am Ende bei raus? Erste und Zweite Weltkrieg. Die reine Selbstgefälligkeit der Deutschen ist etwas, worauf sich die Politiker und vor allem die ganzen Idioten wie Pegida und diese ganzen rechtsradikalen Faschisten sich darauf verlassen können. Dass die Pegida tatsächlich nichts anderes als Argumente von Goebbels übernimmt und die eins zu eins praktisch wiedergibt und die Leute hinterher marschieren, sollte eigentlich den meisten Deutschen, vor allem denen, die Pegida mitlaufen und die vielleicht eher als gutbürgerlich bezeichnet, die einfach nur, ich will mal diese Bezeichnung nehmen, als besorgte Bürger mitlaufen, die würden wahrscheinlich sofort Kettmarsch machen, wenn ihnen das auffallen würde. Aber dafür müsste man ja gebildet sein. Da hatten wir wieder dieses Problem. Demokratie funktioniert nicht anders, außer dass wir uns beschäftigen damit. Freiheit funktioniert nicht so. Niemand schenkt uns Freiheit und Demokratie einfach aus dem Nichts heraus. Die muss man erarbeiten, die muss man sich erkämpfen. In Frankreich sind dafür ein paar Leute, ein paar Fürsten bei dir dann gehüpft. Und ein paar andere tausend Menschen. Das sollten wir uns zu erinnern geben. Das muss man erwarten, das muss man erhalten. Das muss man mit aller Macht festhalten. Warum lassen wir uns eigentlich unsere Macht entnehmen? Die Macht geht vom Volke aus, das steht in der Verfassung drin. Aber das Volk ist so strunzendämlich und so selbstgefällig in seiner Opferrolle, dass es sich seine Macht entzieht und sagt, mach mal. Und sich hinterher darüber aufregt, was die machen. Warum? Warum sind sie so feige geworden? Was hat uns so blödsinnig werden lassen? Ich verstehe es nicht. 60% der Wahlberechtigten in Köln, wenn man es nur Köln bezeichnet, haben sich der Wahl verweigert. Mit der wahrscheinlichen Argumentation, die ich eben gerade genannt habe. Mit einer einfachen Opferrolle. Um sich hinterher darüber aufzuregen, dass das, was die Oberbürgermeisterin jetzt tut, falsch ist oder richtig war. Das spielt ja keine Rolle. Nur so funktioniert Demokratie nicht. So funktioniert auch nicht mal im verdammten Betrieb, nicht in einer Gruppe, nicht in einer Gesellschaft und sonst irgendetwas. Es funktioniert so nicht. Wenn ich als Mensch Mitsprache haben will, und das denke ich mal, sollten wir haben. Ich bin ein Basisdemokrat. Ich mag Mitsprache. Dann muss ich dafür was tun. Denn die Freiheit, die ich also in meinem Sessel mit Massagefunktion so wunderbar in irgendeiner Form genieße, die wird mir ja nicht geschenkt. Die muss ich erhalten. Oder glaubt irgendeiner von euch Vollpfosten, die nicht wählen gehen, ich nenne sie mal Vollpfosten, weil anders kann ich es nicht bezeichnen, glaubt ihr allen Ernstes, dass die Amerikaner freier sind als wir? Oder dass es uns irgendwann mal super, mega toll besser gehen würde als irgendjemand anderen? Glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr, es wird besser, wenn ihr nichts tut? Glaubt ihr, wenn der Käfer auf dem Rücken ist und nicht mit dem Bein schlägt, dass er dann irgendwann aufgrund eines Wunders flupp, bis in die Beine kommt? Nein, er muss halt um seine strampeln, damit er umdreht. Ja, dann muss ich mich anstrengen. Wir wollen doch nicht den ganzen Schmachsinn, den wir um uns herum wählen, den ganzen totalitären politischen Systeme. Wollen wir das wirklich? Also ich nicht. Ich hoffe, die meisten, die das hören und sehen, auch nicht. Aber dafür muss man was tun. Niemand schenkt euch das. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist für uns Deutsche selbstverständlich. Es ist das, was ich sagte. Es ist dieses Gefühl, ich habe es am Wochenende gesagt gehabt, als ich mich in der Friedensbewegung getauft habe, habe ich es gesagt gehabt, es ist so dieses selbstgefällige, wohlgefällige Gefühl, das auch die Deutschen vor dem Ersten Weltkrieg hatten, wo der Krieg so weit weg war, wo man eigentlich nicht mal vorstellen könnte, was Krieg ist und was die ganzen Kriegsflüchtlinge, die jetzt kommen, gar nicht verstehen kann. Sprich doch mal mit denen. Wer spricht denn schon mit denen? Ich habe es getan. Ich habe Menschen, die aus Syrien kommen, die schon viel früher in Deutschland sind. Und die erzählen, wie das da ablief in den Kriegen. Ich kenne einen Iraker, der im Irak-Iran-Krieg war. Sprich die mal an. Sprich doch mal eins zu eins und guck denen in die Augen, wenn sie davon erzählen. Dann weißt du, was für ein Scheiß das ist. Aber wir Deutschen sind so selbstgefällig dafür. Krieg, naja, da fliegen halt mal Bomben. Naja, da gehen halt mal, da stückelt's mal vielleicht ein paar Kinder. Aber ja, kann doch nicht so schlimm sein. Call of Duty, ne, cool. Wir haben keine Vorstellung davon. Und genauso wie von dem Ersten Weltkrieg, wo die Deutschen auch keine Vorstellung davon hatten, sind wir in so einer selbstgefälligen Rolle geraten.
Wir müssten eigentlich alles dafür tun, dass uns das nicht gefällt. Die Flüchtlinge, das ist doch kein Problem. Die 7, 8, 9 Milliarden, die wir da reinstecken würden, interessieren doch keinen. Die tun ja immer so, als wenn das alles so super mega viel Geld ist. Ist doch lächerlich. Unsere Kultur geht kaputt, weil ein 80stel unserer Gesamtbevölkerung dieses Jahr dieses Land betritt, von dem vielleicht mal 40% überhaupt da bleiben dürfen. Ein 80stel bestimmt über die Kultur? Wie kommt man auf so eine Scheiße? Das zeigt doch eigentlich nur, dass wir aus der Selbstgefälligkeit heraus inzwischen so strunzendämlich geworden sind, dass wir gar nicht bemerken, wie blöd wir inzwischen sind. Und uns stattdessen immer in derselben Schleife bewegen. Die oben sind schuld, die oben sind schuld, die oben sind schuld, die oben. Kürzen wir oben. Und zeigen mit dem blanken Finger immer nach oben. Und ich bin ja der Arme. Ich das Opfer und die Bösen. Gut, böse. In einer polarisierten Gesellschaft das perfekte Ziel. Polarisieren wir böse, gut. Wir sind die Guten. Fühlt sich gut an, ne? Oh, wir sind die Guten. Ja, wir sind das Volk. Ja, vereint irgendwo hinter. Was soll's. Marschieren wir wieder in Reihe und Glied. Gehen. Naja. Ich bin enttäuscht von euch Kölnern. Ich bin von euch nicht enttäuscht, dass ihr euch nicht nach der Messerattacke deutlicher gezeigt habt, dass ihr gegen solche Gewalt, vor allem rechte Gewalt, euch dagegen vereint. Wäre es ein Muslime gewesen, der aufgrund von islamistischen Bedingungen heraus eine Bombe gezündet hätte auf demselben Ort, an demselben Marktplatz, dann wäre die Welt geplatzt hier. Wir sind aber selbstgefällig und so ein bisschen rechtsblind. Ich bin enttäuscht von den Kölnern, die nicht zur Wahl gegangen sind. Ja, da kann ich ruhig sagen, ich bin enttäuscht davon. Denn sie haben sich gegen die Demokratie entschieden. Gerade Köln. Ein ach so freies, ein ach so weltoffenes Städtchen hat sich gegen Demokratie entschieden. Denn nichts anderes ist es. Wer nicht zur Wahl geht, wer sich nicht beteiligt, ist antidemokratisch. Jo, klingt doof, ne? Will man ja irgendwie sich nicht unbedingt auf die Stirn schreiben lassen. Und Teilhabe, sich anstrengen, sich einbringen, das ist eine Sache, die natürlich Konsequenzen hat. Das kostet Zeit, kostet Aufwand, man muss lesen. Oh Gottes Willen, man muss sich informieren, man muss lernen. Man muss vielleicht sich Gedanken darüber machen. Und wenn man Mitspracherat hat, gerade im Kommunalbereich, dann muss man sich um Gesetze kümmern, Verordnungen. Oh mein Gottes Willen, das ist kompliziert. Will ich das überhaupt? Lassen wir das lieber denen machen. Und dann kann ich mich hinstellen und sagen, gefällt mir nicht. Nee. Das hängt an uns. Wir sind der Souverän in diesem Staat. Niemand anders. Da braucht uns kein Pegida-Affe kommen und was wir von wegen wieder das Volk sprechen. Nee. Das weiß jeder von uns selber. Jeder weiß das ganz genau. Ich weiß ganz genau, dass jeder Wahlberechtigte ganz genau weiß, tief in seinem Inneren, dass er eigentlich selbst für die Misere schuld ist, in der er jetzt aktuell sieht. Der ist daran schuld, dass wir Mindestlohn haben, der vor 20 Jahren schon gefordert worden ist. Wir wissen, dass die ganzen Unternehmen deswegen so viel Geld verdienen, weil Deutschland ein Niedrigsteuerland ist, ein Paradies geradezu für Steuerflüchtlinge ist. Das wissen wir doch alles. Da brauchst du doch keine Hinstellung sagen, wir wissen es nicht. Wir haben doch immer so gewählt. Wir haben doch nie die gewählt, die genau das Gegenteil gefordert hat. Wir haben doch immer die abgewatscht, die in irgendeiner Form von sozialer Marktwirtschaft geredet haben. Klingt ein bisschen sozialistisch. Die Kommunisten waren ja eh immer schon so ein bisschen suspekt. Also wählen wir die lieber mal nicht. Wählen wir lieber mal die CDU. Oh, die CDU macht Wirtschaftspolitik. Ist aber ärgerlich. Oh, ich kriege jetzt weniger Geld. Ist mir ärgerlich. Ich bin doch selber schuld daran. Ich habe mich doch bewusst bei dem Kreuzmann dafür entschieden, dass ich eine Politik wähle, die mich vielleicht am Ende am Arsch lässt. Das ist meine bewusste Entscheidung. Das heißt also auch für euch, 60% Wahlberechtigte in Köln. Es tut mir leid, es so deutlich sagen zu müssen. Alles, was jetzt in Köln passiert, und regional- und kommunaler Ebene ist Köln tatsächlich ein Sonderfall. Die Vorbereitung der Wahl ist ja bekannterweise schon etwas schiefgelaufen. Egal, was dort passiert. Ihr habt gesagt, ja, macht es so. Denn ihr seid nicht aufgestanden, wart nicht in der Lage, mal 5 Meter weit zu laufen und zu sagen, diesen Kandidaten, diese Kandidatin unterstütze ich nicht. Ich wähle einen anderen. Oder aber noch besser, schaffe eine Alternative. Das ist wichtig. Aber das ist uns zu viel. Das ist irgendwie, dazu müsste ich mich ja von meinem Massagesessel holen. Oh, und der vibriert so schön in 3 verschiedenen Stufen. Und mein Rücken tut das so gut. Ja, ich sag euch, meine Lendenwirbel bringen mich noch um.
selbstgefällig. Alles Selbstgefällige endet letztendlich im absoluten Chaos. Das ist das Problem bei Demokratie. Sie bedarf unserer Bewegung. Aber wenn dann irgendwann die Gestapo vor denjenigen hängt, krass gesagt, die im ganzen Zeit im Massagesessel saßen, werden sie die Ersten sein, die schreien, Moment, aber, nee, so, also, wie jetzt? Das wollte ich aber jetzt nicht. Moment. Beteiligt euch. Geht auf die Straße, wenn es sein muss. TTIP war ein schönes Beispiel. Hat mir wieder gezeigt, dass doch nicht alle Idioten, dass Deutschland nicht komplett von Idioten durchzogen ist. Geht auf die Straße, wenn es sein muss. Geht an die Anti-Pegida-Veranstaltung, die immer mehr in diesem Land geht. Macht mit. Geht in die Flüchtlingsheime, geht an die Essensausgaben, wenn ihr habt. Ganz ehrlich, ob ihr nun mal ein Stündchen macht oder zwei, spielt keine Rolle. Es geht auch nicht um Zeit, es geht auch nicht, dass ihr ganze Freizeit aufbringen sollt, aber beteiligt euch. Seid wachsam. Und wenn euch die Parteien nicht gefallen, dann verändert sie. Ja, das könnt ihr. Indem ihr euch in die Parteien geht, durch beteiligt und entsprechend nach und nach die Partei verändert. Das ist doch nicht in Zement gegossen. Wir sehen doch, was die SPD in den letzten 20 Jahren gemacht hat. In den letzten 10. Ist wunderbar, von ganz rechts, von ganz links, schön in die Mitte gewandert. Ihr denkt ihr, das hat irgendeiner vorgegeben? Nee, das hat die Basis schön mitgemacht, das Spiel. Warum? Ja, auch die geht wählen. Die wählt nämlich die Vorsitzenden. Beteiligt euch. So wie ich es auch mache. Ich mache es nicht offensichtlich. Ich mache es nicht über Spieltrieb TV. Vielleicht sollte ich das tun. Vielleicht sollte ich offen und ehrlich bekunden und bekennen. Vielleicht sollte ich offen sagen, ich sage es jetzt am Schluss dieses doch etwas langen Videos, sage es ganz offen. Ja, ich habe lange Jahre mit den Grünen sympathisiert und bin von den Grünen abgerungen, bin Richtung Linken. Ich werde wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Mitglied der Linken werden. Ja, da stehe ich auch zu. Und ich bin aktiv in der Friedensbewegung. Etwas, was die Menschen heutzutage kaum noch kennen. Frieden. Man ist ja so bequem. Und der Massage, das ist so schön. Ich beteilige mich. Natürlich in einem kleinen Rahmen. Ich will nicht behaupten, dass ich großen Einfluss habe, aber ein bisschen, es reicht schon. Das sind nicht die großen, monströsen Bewegungen, die Politik ausmachen. Nee, es sind die ganz kleinen Zwischenschritte. Man besteigt keinen Berg mit einem Schritt. Man besteigt ihn mit vielen kleinen Schritten, Stück für Stück. Mit Schwierigkeiten. Mal geht's runter, mal geht's wieder ein bisschen rauf. Während er keinen Hahn kräht. Auch das ist Wirtschaft. Den gibt es seit 20 Jahren, den Jungen. Das ist letztendlich das, was diese Gesellschaft ändert. Es sind nicht die großen Schritte, die die Gesellschaft verändern. Es sind die kleinen Schritte, die die Gesellschaft verändern. Hallo, Kira. Und diese kleinen Schritte können wir machen. Und die wir uns beteiligen. Und wenn es nur ein bisschen ist. Aber hört auf, euch in dieser Opferrolle rauszurücken. Hört euch in einer Selbstgefälligkeit, euch hinzusetzen und zu sagen, ihr könnt nichts dafür. Blödsinn. All das, was in diesem Land passiert, basiert auf dem Souverän. Und der Souverän ist, meine lieber Kira, ihr seht sie gerade, ist der Wähler. Das deutsche Volk. In diesem Sinne, mit dem kleinen Schnurren im Hintergrund, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und adieu.